Tritt ein Elefant auf eine Maus. Sagt der Elefant, ach, tut mir leid. Sagt das Mäuschen, macht nichts, hätte mir auch passieren können. Hallo, liebe Bildleser, heute ist Weltlachtag und da möchte ich mal wieder einen Klassiker rausrotzen. Ein Hase, ein Hirsch und ein Bär haben eine gute Zeit, ne, trinken sich manchmal ein und so weiter, denen geht's ganz gut. Bekommen plötzlich aber alle Post vom Kreiswehrersatzamt, müssen alle zur Bundeswehr und haben alle drei keinen Bock. Sagt der Hirsch, weißt du was, ich mach mir mein Geweih nach hinten. Ein Hirsch mit so einem defensiven Geweih können die nicht gebrauchen. Der geht rein, kommt raus, ausgemustert. Der Hase geht, denkt sich so, weißt du was, ich bind mir die Löffel hinterm Kopf zusammen. Ja, ein Hasen ohne Löffel können die nicht gebrauchen. Geht rein, kommt raus, ausgemustert. Sagt der Bär, was ist denn mit mir? Oh ja, sagt der Hase, das ist schwer. Sagt der Hase, weißt du was, wir hauen dir jetzt richtig was auf die Schnauze. Wir hauen dir alle Zähne raus. Glaub mir, ein Bär ohne Zähne können die nicht gebrauchen. Das ist eine gute Idee. Und die hauen ihm richtig aufs Gesicht. Ja, der geht rein, kommt raus, ausgemustert. Ich bin zu dick. Ein Typ geht in die Bäckerei. Sagt der Bäcker zu ihm, wissen Sie was? Sie gefallen mir heute nicht, Sie sehen heute nicht gut aus. Deswegen kriegen Sie ein halbes Brot gratis. Der Mann freut sich voll, geht zurück zum Auto, sitzt seine Frau da. Sagt er zu ihr, Schatz, morgen musst du mal zum Bäcker gehen, dann kriegen wir bestimmt ein ganzes Brot. Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen zum Weltlachtag. Ein kleiner Perspektivwechsel. Der tut uns gut. Ich habe ja die Stiftung Humor hilft heilen gegründet, weil ich immer schon überzeugt davon war, Lachen ist Medizin. Aus dem Weltraum betrachtet sind wir eigentlich schon immer im Homeoffice gewesen. Denn wir haben nur ein Home, nur ein Zuhause, diese eine Erde. Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Und deshalb ein etwas düsterer Witz, aber nicht jedem ist gerade auch so zum schenkelklopfenden Humor zumute. Treffen sich zwei Planeten im Weltall. Sagt die Venus zur Erde, du siehst ja schlecht aus, was ist mit dir los? Und die Erde sagt, ich habe mir Homo sapiens eingefangen. Die Venus sagt, ach, das geht schon vorbei. Ich hoffe, das bleibt ein Witz. Also zum Weltlachtag wünsche ich uns allen in der Krise weiteratmen und sich gegenseitig anstecken mit einem Lächeln. Einem, das man sogar hinter einer Maske sieht. In einem Zugabteil sitzt eine Mutter mit ihrer bildhübschen 18-jährigen Tochter und zwei Herren, nämlich ein Berliner und ein Österreicher. Der Zug fährt durch einen Tunnel, da hört man plötzlich ein Kussgeräusch und kurz darauf das Geräusch einer schallenden Ohrfeige. Der Zug verlässt den Tunnel wieder, da denkt die Mutter, da hat doch einer von den beiden Mannsbildern meine Tochter geküsst, aber die hat einen schönen Denkzettel verpasst. Und die Tochter denkt, Mama lässt sich nicht von jedem küssen, da hat sich aber jemand eine fette Ohrfeige eingefangen von den beiden. Und der Österreicher denkt, so ein Mist. Da küsst der Berliner eins der Weibsbilder und mir haut die eine rein. Und der Berliner denkt, hoffentlich kommt bald noch mal ein Tunnel. Da küsse ich mir wieder auf die Hand und hau dem Österreicher noch eine rein. Hallo ihr Lieben, heute ist Weltlachtag. Nun ist der Deutsche ja sowieso Humor-Weltmeister der Herzen. Und Lachen macht schön. Wie oft sehen wir einen Menschen und denken, mein Gott, sieht der scheiße aus. Und dann lacht er und man denkt, oh, guck. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu lachen. Manch einer ist ein bisschen zurückhaltend, so britisch, vornehm, dem lacht dann mehr so. Das sollte man nicht machen, wenn man vereiterte Nasennebenhöhlen hat. Denn so eine grüne Aule auf einem dunklen T-Shirt, das putzt nicht wirklich, deswegen trage ich oft bunte Hemden. Dann geht das als Teil des floralen Designs durch. Man kann aber auch mal versuchen zu lachen, wie Stars lachen. Roberto Blanco hat ein schönes Lachen. Er hat auch einmal gesagt, ich bin vielleicht nicht der größte Liebhaber der Welt, aber Nummer 3 ist auch ganz gut. Oder sie lachen wie Didi Hallervorden. Oder wie Grönemeyer. Oder wie lacht Peter Maffay? Gar nicht, er guckt grimmig. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch zahllose Witztypen. Ich schreibe gerade eine Doktorarbeit darüber. Meine Favoriten sind die kurzen Clip-Clap-Dialoge. Zum Beispiel, ach, jetzt wird der Herbert doch erst Freitag beerdigt. Geht's ihm besser?
Herzlichen Glückwunsch zum 75. Hochzeitstag. Was war die glücklichste Phase in Ihrer Ehe? Die 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Mein Mann ist 14 Tage nach der Hochzeit gestorben. Und dann hat er ja nicht lange leiden müssen. Sagen Sie, sind Sie Brillenträger? Nein, die Druckstelle ist vom Bierglas. Mutter und Kind unter der Dusche. Mami, du hast doch deine Vagina, ne? Ja, Mädchen, ich hab eine Vagina. Und ich hab ein Vaginchen. Ja, Schatzi, du hast ein Vaginchen. Und die Oma hat einen Waggon. Schönen Lachtag noch. Ja, pünktlich zum neuen Bußgeldkatalog wird ein junger Mann mit seiner Freundin auf der Autobahn angehalten. Der Polizist sagt zu dem Typ so, ja, junger Mann, Sie wissen ja schon Bescheid, wir haben einen neuen Bußgeldkatalog. Ab 26 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wird das jetzt richtig teuer. Der Typ so, nee, Entschuldigung, aber mein Tempomat ist kaputt. Also ich kann gar nichts dafür. Die Freunde daneben, sagen wir mal so, Kategorie so heavy ein Tunnel, sagt so, was Schatz, kann doch gar nicht sein. Du hast doch gar kein Tempomat und so, ne? Der Polizist, ist ja interessant. Der Typ zu seiner Freundin so, Mensch, halt die Klappe. So, der Polizist, ich sehe aber auch, Sie sind nicht angeschnallt, ne? Ja, das kostet dann ja auch nochmal extra Geld und so, ne? Der Typ so, nee, ich war angeschnallt, aber als sie mich angehalten haben und ich stehen geblieben bin, habe ich mich abgeschnallt, um an mein Portemonnaie zu kommen. Das Mädchen wieder daneben. Nee, Schatz, kann doch gar nicht sein. Du hast dein Portemonnaie niemals hinten in der Tasche. Du hast doch gar kein Portemonnaie und so. Aus dem Anschnallen tust du dich auch nie. Der Polizist wieder, ist ja interessant, fängt an zu schreiben. Der Typ rastet jetzt vollkommen aus zu seiner Freundin. Mensch, du doofe Kuh, jetzt halt doch endlich mal deine Klappe. Der Polizist zu dem Mädchen. Sagen Sie mal, hören Sie mal, redet Ihr Freund immer so mit Ihnen? Das Mädchen so. Nein, nur wenn er getrunken hat. Ihr müsst euch vorstellen, in Berlin-Neukölln ist gerade so die frische Einschulung und der Lehrer versucht, die Schüler aufzurufen. Rufst du den ersten Schüler auf, also Ahmed El-Hamadi? Hier. Mustafa El-Baghdadi? Hier. Amjad Fouad Hassan Abdel Al-Mahmed? Hier. Hassan El-Tizi? Hier. Melania Elsner? Ruhe im Klassenraum. Melania Elsner? Das letzte Mal. Ruhe im Klassenraum. Dann melde ich so ein Mädchen und sage, ich glaube, sie meint mich, aber mein Name ist Melanie Elsner. Dies ist eine Geschichte aus der Zeit vor Corona, wo es noch Partys gab. Partys in Kellern, in Bars und im Wald. Die Tiere im Wald haben ein Sommerfest gefeiert. Also das war eine Party. Am nächsten Morgen der Wald sah aus. Überall leere Flaschen, Pappteller mit Resten von Kartoffelsalat. Der Bär lag flach an der Erde, konnte sich nicht mehr bewegen. Der Fuchs trug eine Sonnenbrille, weil er das Sonnenlicht nicht mehr ertragen konnte. Der Hirsch rülpste immer beim Rühren. Der Hase lag hackenstramm neben der Eiche. Und da haben die Tiere im Wald beschlossen, es wird nicht mehr gesoffen. Und der Fuchs sagte, ich habe die Sonnenbrille schon auf, ich gehe ab morgen Streife, ich kontrolliere das. Am nächsten Morgen, der Fuchs mit der Sonnenbrille ist auf Streife. Der Bär kann schon wieder aufrecht sitzen, der Hirsch bringt schon wieder die ersten Töne raus, nur der Hase liegt wieder hackenstramm neben der Eiche. Und da sagt der Fuchshase, die Tiere im Wald haben beschlossen, es wird nicht mehr gesoffen. Der Hase antwortet, das ist zu wahnsinnig, nein. Aber genau hier zu dieser Eiche stand noch eine Flasche Whisky und ich wollte euch noch nicht in Versuchung führen. Deswegen habe ich die gekillt. Und so der Fuchs ist okay. Für dieses eine Mal werde ich dich morgen nochmal erwische, Kollege. Du bist fällig. Am nächsten Morgen. Der Fuchs mit der Sonnenbrille ist auf Streife. Der Bär kann schon wieder aufrecht stehen. Der Hirsch röhrt laut und normal. Nur der Hase liegt wieder hackenstramm neben der Eiche. Und so der Fuchshase. Die Tiere im Wald haben beschlossen, es wird nicht mehr gesoffen. Und der Hase dazu, was ist nicht leid, aber stell vor, hier in diesem Astloch war noch eine Flasche Mupskopskaya und ich wollte euch doch nicht in Versuchung führen, deswegen habe ich die gekillt. Da sagt der Fuchs, pass mal auf, damit du das kapierst. Du bist ein Hase und ich bin ein Fuchs. Wenn ich dich morgen nochmal erwische, ich fress dich. Am nächsten Morgen, der Fuchs mit der Sonnenbrille ist auf Streife. Der Hirsch galoppiert durch den Wald, der Bär tanzt. Nur die Stelle neben der Eiche, wo der Hase immer lag, die ist leer. Aber der Fuchs ist ein schlauer Fuchs. Er geht weiter bis zum alten Waldweiher. Und da sieht er an der Wasseroberfläche einen Strohhalm seine Kreise ziehen und er denkt, na warte. Und als der Strohhalm das nächste Mal vorbeikommt, da greift der Fuchs zu, er zieht und tatsächlich daran hängt der Hase. Hackenstramm.
Und der Fuchs sagt, Hase, die Tiere im Wald haben beschlossen, es wird... Und in dem Moment unterbricht ihn der Hase und sagt, was die Tiere im Wald beschließen, ist uns Fischen scheißegal. Hallo, ich bin der Harald und ich war letztens in der Kirche und hab den Pastor gefragt, Folgendes. Hab ich gesagt, hallo, Herr Pastor, ich hätte den Wunsch, ewig zu leben. Dann sagt der Pastor zu mir, dann heirate. Hab ich gesagt, ja, und wenn ich das mach, lebe ich dann ewig? Nee, sagt der Pastor, aber der Wunsch danach, der verschwindet. Hallo, mein Name ist Chin Meyer und hier ist mein Lieblingswitz. Kommt ein Mann zum Psychiater, ganz besorgt, und sagt, hör mal, wie merkt ihr eigentlich, dass die Leute bei euch in die geschlossene Anstalt gehören? Ach, sagt der Psychiater, da haben wir einen Standardtest. Wir füllen eine Badewanne mit Wasser und sagen den Leuten, sie sollen die Badewanne möglichst schnell leeren. Und dann geben wir ihnen einen Eimer, ein Glas und einen Löffel. Ach, sagt der Mann ganz erleichtert. Das ist natürlich simpel, der Gesunde nimmt den Eimer. Nee, sagt der Psychiater, der Gesunde zieht den Stöpsel. Möchten Sie ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? In diesem Sinne, behalten Sie Ihren Sinn für Humor. Alles Gute. Hallo. Ich bin ziemlich faul letzter Zeit, muss ich sagen. Ich bin die ganze Zeit nur am Rumliegen auf dem Sofa, schaue Netflix. Immer nur Netflix. Und kennt ihr das, wenn ihr Netflix schaut? So lange, bis euch Netflix fragt, wollen Sie weiterschauen? Und in diesem Moment wird der Bildschirm schwarz und ihr seht euch in der Spiegelung und ihr seht, wie er da so liegt auf dem Sofa wie so ein fettes Schwein und ihr habt da noch Chips in den Haaren und ihr seht, wie er dieses Chips nimmt und wieder in den Mund steckt. So richtig eklig. Das ist meine aktuelle Situation. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen süchtig auch nach dieser Serie Narcos. Narcos, da geht es um mexikanische und kolumbianische Drogenbosse. Und bei mir ist es so, umso länger ich eine Serie schaue, umso mehr werde ich diese Serie. Ich spüre diese Serie so richtig. Und ich wurde letztens mal von der Polizei angehalten. Ich war mit dem Auto unterwegs, bin dann rechts rangefahren, habe die Scheibe runtergelassen. Der Polizist ist dann ans Fenster gekommen und sagt so, guten Tag. Und ich so, hola puto. Und also, junger Mann, wie heißen Sie denn? Und ich so, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Und also, bitte steigen Sie aus dem Auto aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt nur noch mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Das war's von mir. Mein Name ist Fabio Landert. Tschüss. Treffen sich zwei Mäuse. Sagt die kleine Maus zur großen Maus, ich hab mich so verliebt. Und die große Maus sagt zur kleinen Maus, schon wieder? Und die kleine Maus sagt zur großen Maus, ja, aber diesmal ist es die Maus fürs Leben. Und die große Maus sagt zur kleinen Maus, ja, dann zeig halt mal ein Foto. Und die kleine Maus zeigt der großen Maus ein Foto. Und die große Maus sagt zur kleinen Maus, das ist ja eine Fledermaus. Und die kleine Maus sagt zur großen Maus, mir hat er erzählt, er ist Pilot. Ich finde, der Witz passt irgendwie zu Corona. Was macht die Frau, wenn der Mann im Zickzack durch den Garten rennt? Weiterschießen! Kommt eine wunderschöne Frau in ein Restaurant. Ein Typ sieht sie, ihm fällt das Besteck aus der Hand. Er geht wie hypnotisiert auf die Frau zu und sagt, mein Gott, sind Sie schön, Ihre Haare, das Gesicht, die Brüste. Die Frau sagt, jetzt hören Sie mal auf, Sie wollen mich doch nur flachlegen. Da sagt der Mann, und intelligent ist sie auch noch.